Moin! Moin, seien Sie gegrüßt. Ach. Was ist denn da Feines? Schokohappen. Schmeckt. Ein Corona bitte. Okay. Jetzt mal. Hier Vince. Ja. Guido. Was sie? Heute? Die teilen wir uns heute. Okay. Bitte nicht. Blau, Pille, rote Korb. Wir fahren jetzt ins E-Werk nach Reichenbach. Da soll neben dem McDonald's ein Club sein. E-Werk Reichenbach. Und da feiert Kruschau heute seinen Geburtstag. Und wir sind herzlich eingeladen. Basti, erzähl mal was über deine Heimat. Ja, ich erzähle jetzt ein bisschen über meine Heimat. Tunesien. Also die Hauptstadt ist Moskau. Und die Amtssprache ist Französisch. Und das Land befindet sich in Ostafrika. Achso, das war richtig. Ich glaube, das ist jetzt aber falsch. Ich glaube, das liegt in Mittelaustralien, oder? Mittel-Usbekistan. Unter Ingushetien. Das liegt an der verbrannten Koala-Straße 2. Auf den Fahrten sind wir natürlich immer produktiv. Wir machen Memes. Harry Arschlocher, zugesamt und totgefickt. Jetzt im Kino. Nee, doch nicht. Wirklich schön. Ja, was ich noch sagen wollte, ist, das Volksgetränk ist auf jeden Fall Udodak. Mit dem Fahrrad erreichen Sie Ihr Ziel in ca. 2,5 Stunden. Aber im Ringheiligtum Pimmelte ist das Portal nach Tunesien und ein Zeitsprung und deswegen. Alter. Was war gerade los? Es ist mitten in der Nacht und die ganzen armseligen Existenzen chillen hier irgendwie am Rasthof in der Spielo. 20 Automaten. Anstatt ihre Frauen zu schlagen. Und 25 sind besetzt. Und 4 gehen nicht und einer ist frei. Aber der Typ hat einfach so hart gemolken, so, da ist einfach zu viel Blut und Sperma. Jawohl! Oh! Aha. Betrug! Jetzt. Dann zeig ich mal. Passt. Oh, ja. Ist okay. Warum ziehst du denn beide an? Weil es kalt ist. Was? Also, traurig. Ah. Ich habe jetzt noch ein bisschen trainiert hinten am Rasthof. Da sind ein paar. Wir haben eigentlich nie mehr als einen Vlog gemacht. Wir haben nur dieselben 3 Lieder und sind 2000 Kilometer Autobahn gefahren. Wir haben auch keine Gigs. Das ist alles mit Paint gemacht. Ich werde vom polnischen Vertreter Andong Danks nicht gesponsert. Ich trinke hier auch meinen. Darf ich nicht zeigen. Wir sind doch jetzt berühmt, oder? Noch nicht. Wir arbeiten dran. Heute wilder Vlog. Ganz crazy, was hier abgeht. Nachher am E-Werk ein paar Kinderprostituierte aufschneiden auf dem Floor. Wenn ich jetzt nicht 2000 Euro auf 10 Cent bei Railroad. Tiki Shuffle gewinne. Nee, Railroad. Schmecken lassen. Ich muss ja hier noch mein Arschloch. Erst essen, dann zocken. Ich muss ja hier noch mein Arschlochkraut mitnehmen. Viel Erfolg. Danke, wir sehen uns nächstes Jahr. Heute mal ein besonderes Outfit. Oh, warte. Gut, ein Grau. Und die Schuhe? Brandneu. Was hier? Geklaut aus dem Treppenhaus. Jetzt geht's wieder. Ja. Vince, wo sind wir jetzt eigentlich? Wir sind jetzt hier bei Grochwitz in der Nähe von Flieswitz. Bei Oma Brachwitz in Gera. Ja, wir haben gerade ein bisschen Protec. Benjamin Driko Glakolok mit dem Silberwitsch. Hat damals noch gute Musik gemacht mit Vanya.
die Party nachher, wenn wir da alles zerficken mit unserem Set, ist genauso wie die Menschenrechte in Ingushetien, da gibt es nichts zu lachen. Ich grüße meine tunesischen Landsleute. Dazi-Leute. What? Tunesien hat nur 40 Einwohner, wusstet ihr das? Brachwitz ist 200 Mal so groß wie Tunesien. Abgegrüßt. Ich grüße dermaßen auf Christel. Jawohl! Oh ja, alte Mucke hören. Terror-Clown. Oh ja. Oh, ah. Alle denken, das Lied hat Riddick gemacht. Aber das ist eigentlich von ADHS. Minimalprojekt. Und klingt doch gut. Das Einzige, was Riddick gut machen konnte, war Maximilian 734. Sein alter Rap-Account, über den ich nicht reden darf. Max, ich grüße dich. Du bist eine Fotze, weil du mir das Album nicht geschickt hast. Ich weiß nicht, wie die Zahne einsperren können. Ich meine, seine Kicks zerfetzen noch die Knastmauern. Anders habe ich was denn? Das ist schon Alex, wir vermissen dich. Hallo, ich weiß es noch. Ich steck nachher einfach meine Hand zum Wärmen in Jonas Arschloch. Mit der anderen Hand spiele ich Minecraft und schließe mein Handy an. Nananan. Oh. Was machen wir denn eigentlich hier? Weiß nicht, versuchen. Wir haben Robin umgebracht, weil der uns keine gute Gage mehr gibt. Wir fahren jetzt hier in den Wald, da ist kein Wald, hier ist nur nichts. Einfach nur ein behaarter Penis. Ja. Oh. Muffin, schiffst du immer noch oder was? Oh nee. Dazu sage ich Pilates. Ab zum Gig nehmen. Nimm den mit. Leute, votet jetzt alle für uns, weil wir wollen mit unseren Vlogs zu den Filmfest spielen in Cannes. Platz 1 im Genre Erotik-Horror. Bitte. Verwechslungsgefahr, Erotik-Horror, Reichenbach. Das ist ein Arsch wieder. Eine Vollkornnudel, eine große, gefüllt mit... Hallo. Die Nudelbox liegt noch seit dem letzten Vlog bei mir in meinem Flur, Luftsicht verschlossen, weil es so ekelhaft stinkt. Deswegen gibt es heute keine Nudeln von Vince mit uns. Alter, das sieht mega lecker aus. Stinkt auch wie Sau. Das stinkt so doll, wie es. Weißt du aber nicht in die Finger, bitte. Grüße gehen raus an Kevin. Kevin, ich grüße dich. Kevin Büchner liest viele Bücher, hört jetzt auf mit Tech, macht Rohr und studiert aber nebenbei noch Volkswirtschaft und Ökonomie an der Uni für Hardtech. In Hardtech Uni zum kleinen Mann. auf dem Abitur ausgerutscht. CZ-Kind hat 3 Doktortitel, darum ist er Dr. Multiplex-Kind. Bildungszugedröhntes Kind. Hauptsache noch ein Doktortitel. Nächste Kollabo, CZ-Kind versus Nelix. Beim Lulapalooza auf Main-Show. Und er sagt, das ist Goa. Hat diese Riesenanlage von so einem irgendeinem riesenfesten Festival. Ich spiele einfach nur 2 Stunden mit voller Lautstärke Pinball. Nee, nicht bei Maggie stärken, lass reingehen. Nee. Bier trinken. Ey, wir warten auf jeden Fall hinten auf dem Parkplatz. Du weißt, wie ich aussehe, weiße Jacke auf jeden Fall. Das war CB. Weiße Jacke, braune Haut. Wir sind auch auf dem Parkplatz. Wir sind jetzt vom Club. Wie kommen die Leute nicht fit? Was sagst du zu dem Allgemeinzustand der Leute?
Sachsen feiert besser. Ich hab Bock. Also ich hab Bock wegen der Anlage, aber die Leute sind halt einfach, aua. Ey, die Leute sind geil. Die feiern richtig. Guck mal da, wie die feiern. Die feiern richtig gut. Find die Leute geil. Ja, kommst du mal gratis nach Hause. Wenn das Taxi Blaulicht hat. Es wird nicht hier hoch. Wird nicht hier hoch. War geil. Ja, hat gefetzt auf jeden Fall. Ja. Crusher, danke. Alex Theis. Wählt alle Alex Theis für die CDU in Erfurt. Der Mann hat... Hat ja. Ziele. Guido, Statement? Was für ein Statement? Naja, zur Sachlage. Ich bin noch nicht müde. Das ist Guido ist nie müde. Ein Mensch ohne Schlaf. Wenn man 4 oder mehr Liter Uludag am Tag trinkt, dann verlernt man zu schlafen, weil man die ganze Zeit einfach nur pissen und kacken muss. Was ist die? Okay. AL? Ich hab dich fast angepisst. Ein bisschen hast du mich angepisst. Meine Schuhe. Sorry. Juro Tongo. Das ist Benny R, aber das weiß keiner. Oh, es ist morgens 7:30 und muss scheißen. Jonas muss auch scheißen. Geil, Mann. Genüsslich. Einfach mal für ein Wasser, ein Dings und Senfbrötchen, Wurstkacke 4,70 Euro bezahlt. Das geht aber. Das ist hier ein bisschen Knusperkruste. Willst du es ablecken? Nee. Go crazy. Go stupid. Jonas, auf dem Indie-Floor. Indie-Floor? Alter, bitte nicht. Erzähl mal, was war los? Abbeben. Ich bin gestern um 4.44 Uhr aufgewacht und es gab ein Abbeben in meiner Bude. Uff. Ich bin aufgewacht, weil mein Bett gewackelt hat. Das ist mir eine Zugserscheinung. Möglich. Aber auf jeden Fall krass. Abbeben in Magdeburg. 29.02. 4.44 Uhr am. Ah. Gut bestimmt und braun. Gebrannt. Mach auch lustige Sachen. Das war gerade Kinderpornografie. Süß, die beiden. Streich deine Beine, zeig die Fotze, lass dich gehen! Lass dich gehen!
wenn das jetzt schwachsinnig klingt, habe ich kurz vor Silvester was erlebt. War cool. Auf jeden Fall. Reichenbach hat echt gefetzt. Die Leute waren gut drauf. Ja, gut drauf. Was sagst du? Lass mich in Ruhe. Ich will pennen. Hey, alles gut, hat Spaß gemacht. War cool. Ja? Sehr gut. Nächstes Mal wieder mit Anzügen. Ja. Und wenn die Eichel dann aber noch so lasch ist, aber der Stamm hart? Villa Kunter Arschloch, Penis. Tschüss.